Boris Mons hier im Ziel. Da laufen jetzt gerade die Elite-Läufer eh. Wie bist du wieder mit dem heutigen Tag mit dem Stadtläufer in Gleis als OK-Präsident? Ich bin sehr zufrieden. Wir müssen nur noch aufgehen, das Wetter und die ganzen Anmeldungen, die wir heute haben, über 740 Anmeldungen. Was will ich mehr? Ein OK-Präsident ist heute sehr, sehr zufrieden. Also ein neuer Rekord seit den Schuppenjahren hat es nicht mehr so viele Läuferinnen und Läufer hier in Brickleis gehabt. Ich habe letzte Woche Statistik gemacht, wenn der letzte Rekord ist, das ist vor 26 Jahren und der haben wir heute gebrochen. Das ist doch super. Was du siehst oder was sind die Gründe, dass aber so viele Läuferinnen und Läufer heute hier dabei sind? Als erstes muss ich sagen, wir haben mehr Rekord gemacht, die Flyer mehr verteilt. BB, etc., Araro, Reklamo, überall, der Beachwitz Reklamo und der Müsland, dürfen wir so viel Teilnehmer mehr. Nadine, das Wetter hat mitgespielt heute. Ja, wir sind doch zufrieden mit dem Wetter. Wenn wir das Wetter gestern hatten, hätten doch wir 200 Läufer weniger nie auf dem Platz gewesen. Nadine, freust du dich immer für ein interessantes Elite-Rennen? Bist du zufrieden, wie es gelaufen ist? Ja, wenn ich heute Morgen die Liste abliege, dann kann mein Manager Peter, man sieht, der Manuel gewinnen und da haben wir nicht falsch gemacht. Der ist heute als Erster super gelaufen und sein Kollege ist als Zweiter gelaufen. Und das Rennen ist heute nach meinen Augen super gewesen und ich habe es gut Elite-Fans zusammengestellt. Ein oberglücklicher OK-Präsident, da kann man sagen, das geht 10 Jahre so weiter mit dir als an der Spitze. Ja, das ist viel, aber ich mache jetzt noch ein paar Jahre, kann ich nicht mehr sagen, aber da sehen wir nicht mehr als Jahr und Sandra. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Kollegen.